Moin moin und herzlich willkommen zum nächsten Video des BookTube Sommercamps 2023. Ich freue mich riesig, dass ich auch dieses Jahr wieder teilnehmen darf an dieser tollen Aktion. 2 Wochen lang bekommt ihr jeden Tag 2 Videos auf den unterschiedlichen BookTube-Kanälen und wir wollen in diesen 2 Wochen halt den Sommer ein bisschen feiern und trotzdem euch buchigen Content liefern oder auch nicht ganz so buchigen Content. Ja, heute war um 8 Uhr die liebe Kali dran. Also vor mir. Und als nächstes ist Secret of the Books dann morgen um 8 Uhr dran. Also immer um 8 und um 14 Uhr kommen die Videos online. Und ja, das läuft schon ein paar Tage. Also falls ihr einige Videos verpasst habt, findet ihr in der Infobox die Playlist. Und dann werdet ihr auch sehen, wer dann in den nächsten Tagen noch so tollen Content hochladen werdet. Da sind schon einige tolle Videos dabei gewesen, also schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja, heute möchte ich euch ein bisschen mitnehmen und zwar soll es für mich heute nach Lübeck gehen. Und da ich auf jeden Fall auch geplant habe, dort in die große Buchhandlung zu gehen, in die Hugendubel-Buchhandlung dort, ja, dachte ich, wäre doch eine tolle Vlog-Idee. Es wird ein kleines, niedliches Video werden. Ich denke mal nicht zu viel. Mal schauen, ob ich auch ein bisschen Bücher shoppen werde. Ich werde auf jeden Fall stöbern und euch ein bisschen mitnehmen. Und ja, ich werde auch gleich mal schauen, welches Buch mich dann begleiten darf auf der Zugreise. Ob ich vielleicht ein Hörbuch mir irgendwie anmache oder ob ich lieber lese, denn ich habe gerade heute Morgen ein Buch beendet und darf mir also quasi ein neues aussuchen. Ja, das werde ich euch gleich vielleicht auch nochmal zeigen. Für mich ist es gerade Samstag früh, Samstagvormittag könnte man schon sagen. Und dann mache ich mich gleich auf den Weg zum Hamburger Hauptbahnhof und dann geht's los nach Lübeck und ich freue mich schon. Soll zwar ziemlich heiß werden heute, aber wir machen das alles ganz langsam. Vielleicht gönne ich mir zwischendurch auch nochmal ein Eis. Und ja, in der Buchhandlung ist es dann natürlich auch schön schattig und dann ja, stört mich die Hitze da hoffentlich nicht zu sehr. Ja, ich habe in dieser Buchhandlung tatsächlich auch meine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht. Mal schauen, ob ich da auch noch einige ehemalige ja, Buchhändlerkolleginnen sehe und treffe. Und da werden sicherlich einige nostalgische Erinnerungen hochkommen. Aber die Buchhandlung ist auch so unglaublich schön auf 3 Etagen und nebenan noch so eine, ja, eine Halle. Da wird sich es toll stöbern lassen und da entstehen bestimmt auch schöne Bilder, schöne Videos. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ja, jetzt gilt es erstmal, sich noch ein bisschen weiter fertig zu machen und wie gesagt, die Lektüre für die Reise auszuwählen. So, ich sitze jetzt gerade vor meinem Sub, den habe ich ja hier unten so gestapelt. Und habe mir schon mal hier meinen Sommersub rausgesucht, wo ich irgendwie gefühlt ein bisschen Sommervibes bekomme. Ich bin ja nicht so die Sommerbuchleserin, aber ich finde das Dschungelbuch, der Klassiker, ja, ist schon irgendwie sommerlich. Dann hier so ein bisschen orientalische Fantasy mit Drachen. Ein Horrorbuch in einer Höhle mit Monsters, im australischen Outback spielt das. Da bin ich mir nicht ganz sicher, da habe ich ja die Vorgeschichte zugelesen. Das ist jetzt der erste Teil der Trilogie von Thomas Finn. Ist auf jeden Fall maritim und nordisch. Und apropos maritim, haben wir hier auch so ein bisschen dystopisch eine Welt, die unter Wasser liegt. Und ja, es handelt von einer Taucherin, die auch immer so nach Artefakten taucht. Und Der Prinz der Wüste von Peter B. Brad. Ja, das wäre natürlich jetzt ein Garant dafür, dass man es einfach locker flockig wegliest, weil da, das wäre jetzt eigentlich auch so ein bisschen was, was ich suche, etwas, wo ich richtig schön schnell reinkomme und wo ich in letzter Zeit doch so ein paar, ja, Enttäuschungen hatte, wäre das natürlich toll. Also eins davon wird es, glaube ich, werden und ja. Ich lese mal ein bisschen rein. So, ich habe ein bisschen in die Bücher hineingelesen, beziehungsweise nur die ersten paar Sätze und geguckt, was mich so auf Anhieb am meisten fesselt. Und ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich Into Dark Waters dann wird von Astrid Scholte. Also so diese Dystopie, die unter Wasser spielt, beziehungsweise wo die Welt ja durch eine große Flut geflutet wurde und eine junge Taucherin, die eben nach Artefakten sucht und sich so ein bisschen Geld dazu verdienen möchte. Ihre Eltern sind durch mysteriöse Umstände ums Leben gekommen
und ihre Schwester auch. Und sie möchte unbedingt ihre Schwester wieder zum Leben erwecken. Und das ist wohl auf einer Insel möglich, auf einer Forscherinsel für einen sehr, sehr hohen Preis. Und ja, ich bin gespannt, wie sie das bewerkstelligt. Und ja, 24 Stunden soll dann die Schwester wieder lebendig werden. Was das Ganze bringt und ob das tatsächlich so ein bisschen auch sommerliches Feeling hat, werde ich dann sehen. Auf jeden Fall maritim ist es und es fängt auf jeden Fall schon spannend an auf der ersten Seite. Und deswegen wird mich das jetzt auf die Fahrt nach Lübeck begleiten. So, ich bin mittlerweile wieder zu Hause angekommen auf meiner Couch und man sieht es mir ein bisschen an. Ich bin sie ein bisschen abgekämpft aus, denn ja, die Bahn lässt sich ja nicht lumpen und auf dem Rückweg musste es natürlich Personen im Gleis geben und so, dass ich ja eine Station oder mehrere Stationen vorher aus der Regio rausgeschmissen wurde oder wir alle und dann musste ich mit der U-Bahn weiterfahren und viel zu Fuß gehen und so weiter. Ich hatte natürlich Zeit, es war überhaupt kein ja, Zeitdruck dahinter, aber trotzdem wollte man irgendwann einfach nur nach Hause und dann auch noch von der Sonne geblendet. Dementsprechend bin ich jetzt unglaublich glücklich, zurück in meine kühle Wohnung gekommen zu sein. Ja, aber es war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag in Lübeck. Ihr seht, habt ja auch ein bisschen gesehen, dass ich ein Eis mir gegönnt habe und dass ich ein bisschen durch die Innenstadt getingelt bin, natürlich in die Buchhandlung, die ich mir vorgenommen habe. Ich habe auch noch eine andere kleine Buchhandlung entdeckt, die ich von der Inneneinrichtung auch irgendwie spannend fand. Und ja, es war wirklich richtig schön und ich habe auch immer noch ein bisschen Klamotten shoppen, habe mir noch ein Sommerkleid gekauft und ich hatte tatsächlich
war gerade dabei, meine Teesammlung so ein bisschen aufzubrauchen und habe gerade meinen Schwarztee, meinen losen Schwarztee aufgebraucht und war so ein bisschen auf der Suche nach neuen. Und da kam mir der Lübecker Teekontor direkt richtig. Bin natürlich gleich rein, weil ich dann auch gerne eine besondere Sorte haben möchte für den losen Tee. Und hatte natürlich erst überlegt, weil ich ja sehr, sehr gerne Marzipan mag, ob ich mir einen Marzipan-schwarzen Tee hole. Aber irgendwie war mir doch ja nach etwas sommerlichen, fruchtigen. Und dann habe ich mir, falsch rum, Lübecker Sommer geholt. Das ist Schwarztee mit Erdbeer, Aprikose. Und ich finde, das klingt total schön. Es riecht nicht so richtig raus. In dem Teeladen roch es natürlich unglaublich toll. Ich finde, Teeläden riechen einfach ganz, ganz wunderbar. Aber es hatte sich einfach gut angehört und ja, da freue ich mich drauf, den auszuprobieren. Morgen dann wahrscheinlich. Heute wird das, glaube ich, nichts mehr. Obwohl, vielleicht bin ich so neugierig, dass ich ihn doch schon ausprobieren werde. Mal schauen. Aber ja, da freue ich mich. Da habe ich dann auch ein bisschen wieder dran aufzubrauchen. Und ja, konnte gleichzeitig ja, in Lübeck noch ein bisschen da stöbern. Und ich habe mir auch tatsächlich ein Buch mitgenommen. Und irgendwie passte das so schön, weil das auch irgendwie sommerlich war. Und zwar ist das dieses Jugendbuch hier. Ich finde das Cover auch total schön. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich glaube, ich habe es in irgendeinem Neuerscheinungsvideo mal vorgestellt, wo das Buch neu erschienen ist. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen her. Von wann ist denn das? 2022. Ja, also ist schon über ein Jahr alt. Aber das hatte mich so angesprochen. Das ist jetzt kein typisches Fantasy-Buch. Es ist aber so naturverbunden und auch so mit mehreren, ja, interessanten Verknüpfungen zwischen einem Mädchen und einem Wal. Und zwar geht es um eine Protagonistin, die das Gefühl hat, von anderen nicht verstanden zu werden, denn sie ist gehörlos. Und dann erfährt sie von einem Wal im Biologieunterricht, ein Wal namens Blue, dem es scheinbar genauso geht wie ihr, weil dieser Wal in einer höheren Tonlage singt als andere Wale und diese Wale sie also nicht, auch nicht verstehen. Und sie möchte diesen Wal unbedingt treffen und ja, dieses Gefühl der Gemeinschaft irgendwie zusammen erleben. Doch, ach ja, genau, und sie komponiert ein Lied für diesen Wal und sie möchte diesem Wal dieses Lied vorspielen und dann macht sie sich tatsächlich mit ihrer Großmutter auf dieses Abenteuer, diesen Wal zu finden. Und ich finde, das klingt so schön, irgendwo poetisch, irgendwie tiefgründig und auch ja, so kreativ irgendwie. Und zusammen mit diesem wunderschönen Cover dachte ich, passt das doch auch ganz gut. Jetzt in den Sommer. Ja, und auf den Bahnfahrten habe ich tatsächlich auch Into Dark Waters angefangen und habe jetzt die ersten 50 Seiten gelesen. Und muss sagen, dass mir das auch echt gut gefällt. Und ich finde auch, es hat einen schönen sommerlichen Flair, auch wenn das schon in die Dystopie-Richtung geht. Aber ja, wir waren tatsächlich schon unter Wasser mit unserer Protagonistin. Wie gesagt, ja, durch eine große Flutwelle wurden die ganzen Städte unter Wasser gesetzt und es gibt nur noch vereinzelte Inseln und so Riffs, die aus alten Städten, ja, so Plateaus gebaut worden sind, wo die Menschen jetzt drauf leben. Und ja, hauptsächlich besteht die Erde halt einfach jetzt nur noch aus Meer und Wasser. Und ja, unsere Protagonistin möchte eben ihre Schwester wieder zum Leben erwecken. Und das geht halt nur 24 Stunden. Und sie möchte irgendwas von ihr erfahren. Sie hat große Wut. Ich weiß noch nicht, ob auf ihre Schwester oder auf etwas anderes. Jedenfalls möchte sie von ihrer Schwester irgendwas erfahren. Und sie fährt jetzt halt eben gerade zu dieser, ja, zu dieser Insel, zu dieser Wissenschaftsinsel, wo man eben die Toten wieder erwecken kann. Tote, die ertrunken sind. Ja, und irgendwas ist mit ihren Eltern passiert. Die sind irgendwie noch, also noch bevor die Schwester ertrunken ist, 3 Jahre davor, sind die Eltern ums Leben gekommen. Und
Ja, wir fahren aber auch noch von einem anderen jungen Herrn, der eben dort arbeitet, wo die Menschen wiedererweckt werden für 24 Stunden. Und ja, ich weiß noch nicht genau, weil der Klappentext sagt ja eigentlich schon nicht viel mehr als das, was jetzt schon passiert ist. Also ich bin gespannt, worauf das noch hinauslaufen wird. Wir waren auch eben im Tauchgang. Das fand ich eine ganz tolle Atmosphäre unter Wasser. Diese Ruinen, diese alten Hochhäuser, also quasi jetzt stelle ich mir vor, wie Großstädte einfach unter Wasser liegen. Und sie in so einem alten Kaufhaus ist sie halt getaucht und hat dort noch irgendwas gesucht, was Geld einbringt, womit sie das irgendwie bezahlen kann, dass sie ihre Schwester erwecken kann, weil das ziemlich teuer ist. Und da entdeckt sie eine Pflanze. Und Pflanzen und überhaupt Grünes ist sehr, sehr wertvoll und kaum mehr zu finden auf dieser Welt. Und deswegen ja, ist das was sehr Wertvolles, was sie da gefunden hat. Eine Pflanze, keine Alge. Und ja, die konnte sie jetzt zu viel Geld machen und deswegen jetzt sich das auch leisten, ja, ihre Schwester ja aufwecken zu lassen. Jetzt bin ich gespannt auf die Begegnung. Werde ich euch berichten dann wenn ich die Bücher vorstelle, übernächsten Lesemonat wahrscheinlich. Genau. Und jetzt bin ich sehr kaputt und freue mich auf meinen Feierabend. Und werde jetzt diesen Vlog auch abschließen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ihr könnt ja mal gerne sagen, ob ihr Lübeck auch sehr gerne mögt. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet ein bisschen Freude dabei, mich zu begleiten. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, mal wieder zu vloggen, auch wenn das für mich ja auch eher ungewohnt ist. Und aber ich hoffe, dass ich das ganz gut zusammengeschnitten bekomme. Da liegt noch ein bisschen Arbeit jetzt vor mir. Aber erstmal werde ich mich jetzt hier entspannen. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit den anderen Videos, die noch so erscheinen werden bei diesem Projekt und freue mich auch selber drauf, diese dann zu schauen. Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.